Willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Olimars neuer Abenteuer geht in die nächste Runde und zwar mit Finden Sie Louis. Wir haben in der letzten Folge schon gelesen, oder? Ja doch, haben wir. Und ja, wir haben auf jeden Fall dieses Mal anscheinend die Aufgabe, Louis wiederzufinden. Tag 7. Möglicherweise war ich gestern Abend etwas zu hart zu Louis, wegen seines exzessiven Appetits. Als Pilot und sein Mentor war es falsch, mich so von meinem Gefühl hinreißen zu lassen. Natürlich ist er nicht frei von Schuld, aber es ist meine Pflicht, ihn zu finden, nachdem er weggelaufen ist. Und wenn das erledigt ist, muss ich wegen meines heißblütigen Temperaments etwas in mich gehen. Okay, gut. Zerstritten so ein bisschen, mal passiert. Aber ja, müssen wir jetzt wieder in Ordnung bringen. Suche nach Louis. Müssen wir ihn einfach nur finden, oder... Oh lol. Okay. Und wir haben wieder so ein Wir haben so die Mission, wo wir es in einer gewissen Zeit schaffen müssen. Warte mal, müssen wir uns überhaupt hinarbeiten? What the fuck? Warte mal, hä, wo muss ich denn lang? Ich muss da durch, da brauche ich aber Steinbomben für und da ist ein Gegner. Das heißt, Onima kann jetzt hier nicht sonderlich viel machen. Wie ist es bei dir aus, Louis? Ich habe Hunger. Ja, das ist mir egal. Weil du immer Hunger hast. Das ist keine Ausrede. Warum bist du auch abgehauen? Warte mal, bei den Gegnern. Oh, lol, der hat sich in einem Busch versteckt. Guck dich mal den, das Arschloch an. Lol. Alter, was ist hier alles? Guck dich mal das da an. Was ist denn das? Das ist neu. I don't know. Ja, super. Da sind gleich noch mehr Züngler. Ja, moin. Okay, sind Steinbomben immerhin. 3 Stück. Ja. Okay, das macht uns ein bisschen leichter. Du sollst ein... Nein, nicht. Haben 13 Minuten Zeit, okay. Außerdem war ja, damit wir auch mal den Soundtrack erwähnt haben. Ist ganz interessant, doch. Ja, genau, geht noch beisammen. Genau, wunderschön. Double Kill. Und die haben auch jeweils eine Steinbombe gehabt. Ja, moin. Oh, wo können wir die Steinbomben gebrauchen? Das ist die große Frage. Vor allem, was soll Olima jetzt noch da drüben machen? Da ist so ein, auch so ein Züngler. Der kommt da nicht weg. Und warte mal, ich soll mich nicht auf Gegner konzentrieren. Eventuell wäre es sogar schlauer, den nicht mitzunehmen. Warte mal, ich vermähe jetzt hier jetzt noch die... Und es hieß ja, ich soll mich nicht auf die Gegner konzentrieren. Wahrscheinlich werde ich diese Mission eh noch einmal, mindestens einmal verkacken. Da ich mich ja erstmal hier umgucken muss. Aber wir müssen uns ja einfach nur im Weg zu unserem anderen Charakter durchbannen. Also was ist daran so... Ah, was ist daran so schwer? Wir haben gleich mal schon mal eine Möglichkeit für die Steinbomben. Gut, haben wir aber noch eine übrig. Oh lol.
Ich versuche mal, den Gegnern aus dem Weg zu gehen. Okay, okay. Oh, was zum Teufel? Seid ihr geisteskrank? Zwei so eine Punktbären. Ich glaube, die haben Arsch offen oder so. Aber komplett. Oh, lol. Oh, die wären Steinbomben gewesen. Hä, lol. Halt dein Maul. Kommt ihr bitte mit? Kommt ihr bitte mit? Kommt ihr bitte mit? Dankeschön. Was auch immer ihr da vorhattet. Ah, hier. Hier. Nein, ich habe nur zwei. Und ich habe sie daneben geworfen. LOL! Ich Pfosten! Kann ich das überhaupt noch schaffen? Bewegt euch! Was soll ich jetzt machen? Ich kann es doch gar nicht mehr schaffen. Warte mal, hä? Oh, lol, das ist das Gegenstück. Ich muss nach oben. Louis macht was. Oh mein Gott, ich hasse die Mission jetzt schon. Die ist ja richtig scheiße. Und bislang ist das meine Hassmission, weil die richtig abfuckt. Da sind bestimmt noch Scheinbomben drinne. Und wie ich einfach nicht getroffen habe, ey. Aber selbst wenn, dann hätten alte eine gefehlt. Das ist mal dermaßen ätzend. Ja, was jetzt? Zwei Stück. Toll. Das war aber auch keine gute Idee, ey. Bin ich ganz ehrlich, aber... Was hätte ich denn sonst tun sollen, ey? Ich war verwirrt. Warte, wo war jetzt noch ein Loch? Wo war jetzt noch ein Loch? Ich brauche nämlich Steinbomben. Aber verkackt ist das eh schon. Mehr verkacken kann ich ja nicht mehr. Honima hat kaum gelbe Pigment mehr. Der ist komplett im Arsch. Ich kann so gut wie nichts mehr machen hier. Das kann ich Ulima wenigstens dazu bringen, dass er... Ui, vier Steinbomben. Kann ich im Wesentlichen dazu bringen, dass er hier den Züngler besiegen kann. Aber der hat jetzt einfach zu wenig Pigment, ne? Der kann jetzt auch nur noch zwei von den Steinbomben mitnehmen. Oh man. Vielleicht kriegen wir es, dass er die Dings auch mit hochnimmt. Nein, tut er nicht. Aber das wäre noch eine andere Steinbombe. Brauche ich immer noch eine. So. Okay, die drei sind wichtig. Warte, ich muss nochmal zurück. Ich muss Oni mal hochhelfen. Dieses Hin und Her, ey. Hin und her und hin und her. Da bräuchte in solchen Situationen bräuchte man drei oder vier Charaktere. Dass dann einer noch hierhin sich hinstellt, wenn Oni mal hoch will. Achso, ja. So. Nehmen wir am besten gleich die zwei mit. Aber ich kann ja auch nichts mehr abschleppen mit den zwei hier. Oh, da hinten sind aber auch noch welche. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Damn it, Alter.
So, wieder wechseln. Dann kommst du wieder mit. Den Stein, drei Steinbomben muss ich jetzt den anderen Weg weghauen. Aber die müssen ja nur zueinander zukommen. Sich gegenkommen oder sich halt, der eine muss den anderen rufen oder so. Dann soll es doch geschafft sein. Deshalb heißt es ja auch, dass ich die Gegner ruhig Gegner bleiben lassen kann. Weil die halt... Weil die halt nur zum Aufhalten sind. Oh, die haben sogar mitgekillt, nice. Jetzt brauche ich da aber wieder was von Olimar. Jetzt brauche ich da wieder Gegenhilfe. Also ich muss wieder Steinbomben sammeln mit Olimar. Ich hätte die eine behalten sollen, kann es sein? Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Und ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Wenn jetzt hier noch irgendwo zwei rumliegen und dann eine dritte fehlt, dann wissen wir schon mal, was wir falsch gemacht haben. Das ist dann die, die dann fehlt. Aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich glaube, die machen schon mehr dazu. Ich muss es halt, die machen mir da halt nur schwerer. Ja, genau. Ja, genau. Lass mich raten, den muss ich besiegen. Pst, genau. Ich hab doch echt einen Arsch offen. Jetzt habe ich schon kein Gold mehr. Jetzt habe ich schon keinen Platin mehr. Ab 4 Minuten, ey, ist ja mega gemein. Toll, da hat sich mal was gebracht, oder was? Ach, du bist doch so ein Arsch, ey. Ja, genau. Ey, jetzt gerade fuckt mich das nur noch ab. Hier ist eine, toll. Da fehlen aber immer noch zwei. Ja, dann muss ich das da noch ausgraben, dann geht's wahrscheinlich gleich auf Silber runter. Und dann lohnt sich eigentlich gar schon gar nicht mehr weiterzumachen, oder? Weil mit Silber ist schon echt bitter. Ne, obwohl, es ist noch nicht Silber, es ist noch nicht Silber. Es ist noch nicht verkackt. Also mit Gold wäre ich eigentlich auch noch zufrieden, aber... Na, wisst ihr was, ich würde euch auch gar nicht damit langweilen. Ich glaube, dann würde ich es privat nochmal auf Platin probieren. Weil ich will jetzt eigentlich schon im Missionsmodus, in diesem Modus jetzt eher vorankommen, als irgendwie Platin zu probieren. Ist dann auch eher langweilig. Aber nur die eine Sache da, wo wir verkackt haben, da wären wir ja sonst nicht weitergekommen. Also da musste ich ja auf. Musste ich es ja nochmal machen. Ja, jetzt haben wir es geschafft, siehst du. Das ist einfach nur, dass die sich ja zusammenfinden wieder. Das war's. Wer auch immer Louis das geschafft hat, da das verkacken. So weit zu verschwinden. Na, ah, sag doch mal was anderes. Jetzt, davor haben wir ja immer Platin geschafft. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt mal mit Gold hier ankommen. Die Leistung war heute war wahrlich inspirierend. Sie ist wirklich ein Planungsprofi. Naja, ich war nicht zufrieden mit der Leistung. Liegt aber auch daran, dass es hier blind ist. Als ich Louis gefunden habe, sagte er, was er getan hätte. Täte ihm leid. Trotzdem werde ich ein wachsames Auge auf ihn haben müssen. Nachdem ihn die Forscher von Coppai gerettet hatten, hat er sich auch abgesetzt, und zwar mit ihren Vorräten. Diesen Planeten ist man mit Partnern besser dran. Nur hoffentlich finde ich genug Nahrung für ihn. Wow. Das ist ein teurer Partner. Okay, ja gut, da haben wir jetzt bei dem einen jetzt Gold. Scheiß drauf, wir spielen weiter. Vielleicht versuche ich in der zukünftigen Folge vielleicht nochmal oder halt einfach sonst privat, weil es sonst uninteressant ist eher, wie ich es nochmal mache. Oder wir machen einfach so weiter. Sammle die Früchte. Große Früchte zu bewegen erfordert eine Menge Pikmin. Die Flügel-Pikmin können zwar übers Wasser fliegen, sind aber nicht sehr angriffsstark. Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung. Ja, werde ich tun. Tag 8. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die in der Gegend riesige Früchte befinden. Also wird sich Louis vermutlich durch das Gebiet hindurchfressen. Vielleicht überstehe ich das Ganze noch, doch noch ohne Gardinenpredigt des Präsidenten.
Außerdem empfange ich schwache Signale eines Teils des Schiffs. Zeit für eine weitere Expedition. Okay. Fruchtvergnügen. 15 Minuten. Mit den besiegten Kreaturen können sie die Zahl ihrer Pikmin erhöhen. Ja, das weiß ich. Brauchst du mir nicht erzählen. Und wieder der Garten der Begegnung. Ja, schön. Fällt mir. Aber leider starte ich mit Flügel-Pikmin und die sind unnötig. In Sachen Kampf. Finde ich sogar fragwürdig, ob die 10... Okay, gut. Ob die 10 den Kleinen hier schaffen. Aber wenn man sie alle auf einen schickt, dann... Ja, verkacken sie. Machen die einen Verlust. Du siehst es ja. Sie sind halt leider nicht gut. Ich mag zwar die Flügel-Pikmin und die sind auch in manchen Dingen hilfreich. In ziemlich vielen sogar. Aber leider sind sie in Sachen Kampf schwach. Ist einfach Tatsache. Was ist denn hier? Was gehört denn hier eigentlich dazu? Okay. Hui, hör auf. Komm her. So. Dann werdet ihr wohl den einen schaffen jetzt hier. Danke. Aber wollen jetzt echt von mir verlangen, dass ich jetzt nur mit Flügel-Pikmin hier abgehe? Was zum Teufel? Der Geist ist krank. Das reicht mir schon die ganze Zeit, aber trotzdem. Warte mal. Ach nee, wir müssen hier hinten durch. Okay, jetzt verstehe ich langsam die Map. Wir müssen hier, da durch. Beziehungsweise müssen wir uns erstmal hier durch. Und von da durch die Höhle kommen wir dann da hinten hin. Da sind auch blaue Pikmin dann. So wie ich das sehe, gibt es hier Flügel und blaue Pikmin. Mhm. Okay, gut. Oh, muss ich denn weiter? Warte. Hier geht's doch gar nicht weiter. The fuck? Ich komme doch hier gar nicht rüber. Sehe ich gerade. Oder warte mal. Soll ich ihn da rüber befördern? Louis, kommst du da rüber? Da kommt er safe nicht rüber, oder? Oh, warte, warte, hier. Ah, jetzt sehe ich sie. Ja, ja, wir müssen hier rüber. Okay, gut. Wir müssen uns darüber bauen. Oh, ich sag's ja, das ist blind hier. Ich hab keine Ahnung. Das ist ja alles hier umgebaut worden. Dieses Teil war davor im Hauptabenteuer und so. Und auch in den Missionen war es hier nicht. Das ist ja alles gerade neu. Nein, nein, nein. Oh, ich hasse es. Wir sollten weiterarbeiten. Haben wir es jetzt? Ja. Sollst du ihn schon mitnehmen? Ja. Schmeiß ich wieder Lüge. Ich glaube es nicht. Mein 1. Und wir haben wenigstens einigermaßen gut Zeit. Jetzt kommen wir aber auch hier nicht mehr rüber. Gib mir doch mal kampffähige Pikmin, ey. Es sind ja noch nur diese kleinen, aber okay. Trotzdem würde ich sehr gerne mal kampffähige Pikmin haben. Er ist recht gegen den da. Du Scheiße. Wollt ihr jetzt echt, dass ich mit Flügel-Pikmin gegen den ankomme? Ja, moin. Versucht mir erstmal das da hier zu holen. Wo kann ich denn hier was bauen? Wo wollt ihr denn hin damit?
Ach so, der Weg zurück. Ja gut. Das ist dann der Weg zurück. Ich nehme schon mal die Frucht hier mit. Die fliegen sogar hier rüber. Also ich sag's mal so, die Flügelpigmen sind schlau und haben gute Taktiken, wie sie ihre Beute zum Schiff bringen. Aber in Sachen Kampf zacken die einfach. Das ist immer wieder der gleiche Fail, wie man nicht pflücken will. So dumm. Na gut, dann muss ich jetzt mit 44 Flügelpigmen jetzt gegen diesen Käfer ankommen. Schafft ihr den? Oh, krass. Wenn's auf die Menge ankommt, dann ja, dann klappt's auch. War sehr sind wir jetzt wieder im Pikmin 1 zurück. Mit der richtigen Menge passt. So, 10 Stück daran bitte. Dann geht's da in die Höhle. Aber und hier komme ich rüber jetzt erstmal. Aber ist das so schlau? Warte mal, ich schick mal Louis runter erstmal. Kann er da auch schon pflücken? Müssen ja auch ein bisschen taktisch hier vorgehen. Ein fliegender Punktkäfer. Guckt euch den an. Lol. Wie sieht es bei dir aus? Aber die ist so ein Vieh, ne? Oh, zwei sogar. Den konnte er sich jetzt halt schnappen. Glück gehabt für ihn. Aber ich komme wieder. So. Kommen wir dann auch wieder runter, ne? Ja, genau. Dann gehe ich mal da hoch. Und guck mal, was da oben ist. Da ist bestimmt eine Frucht drin, oder? Sieht man die hier? Ja, da ist eine Frucht drin. So, euch muss ich da oben lassen. Sonst komme ich da nicht mehr durch. Ich muss die Gegner ja gar nicht besiegen, oder? Ich besiege sie mal trotzdem. Komm mal her hier. Jetzt bitte her. Sagt man, sie sind selber noch rauf. Okay, perfekt. Oh doch, sie haben doch Früchte. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Verprügle eine heimische Kreatur. Lol. Achievement. Ja, die haben beide Früchte. Okay, gut, dann sind die doch wichtig. Gut, dass wir das nicht hier nicht ausgelassen haben. Wollen wir schon mal reingehen in die Höhle? Nee, warte. Wir gehen mit der ganzen Armada da rein. Ich habe nämlich ein ganz böses Gefühl von der Höhle. Wir haben auch noch 7 Minuten Zeit, also komm. Pflücken, pflücken, pflücken. Damit die auch mal was reißen können hier. Flügelpigmen. Bei der Masse müssen wir, wissen wir jetzt, dass die auch was reißen können. Langsam beeilen müssen wir uns auch. Wenn wir mal ein bisschen überlegen. So. Was haben wir hier? Ja, gut. Ja, das war nix. Holt das da bitte.
Hui. Wer hat da mit dem orangenen Punkt war auch fertig? Der tankt ja ein bisschen mehr. Komm mal her hier. Muss ich mal herlocken. Gebt euer Bestes. Okay, nice. Banane. Oh Gott, da drüben ist noch einer. Wir müssen aber bedenken, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Mehr schicke ich erstmal nicht zurück, weil wir brauchen die Armada, um gegen den da anzukommen. Was, wo geht ihr denn lang? Den Arsch offen? Ja gut, dann bleibt er hier. Dann bleibt ihr hier. Stimmt, ich hätte auch immer das Dings-Spray nutzen können. Ich schicke ich mal zurück, dass ihr das euch vermehren könnt. Und ich guck mal hier nach, was hier noch ist. Also hier können wir jetzt mit... Oh mein Gott, hier ist ein Zwischenboss. Hier können wir auf jeden Fall die Brücke fertigstellen, damit wir darüber kommen. Wo sind die eigentlich mit der Banane? Kommen die jetzt hier lang? Ja, da vorne sind sie. Ja, stimmt, weil die fliegen können, ne? Die können dann über die Brücke hier darüber fliegen. Man beeilt sich da ein bisschen, dass ihr da schnell durchkommt, ne? Da ist nämlich dieser Gegner. Nicht, dass es schlecht wird. Ich meine ja nur, wie ihr euch da so rum bewegt. So. Na, eigentlich fehlt nur noch der Gegner, ne? Der Boss. Aber der wird ein bisschen gemeiner mit dem Flügel-Pikmin. Der Flügelpigment, der wird ja interessant. Aber ich brauche alle, das heißt, ich muss jetzt erstmal warten, bis die hier die ganzen Früchte dahin gebracht haben. Und Banane und den geilen Pfirsich. Wie gerne ich den jetzt in Real Life hätte. Aber leider ist er mir nicht vergönnt. Warte mal, wir haben gerade mal... gerade mal Bronze? Hat er so viel, so einen krassen Schatz, dass der mehr wert ist? Guck mal. Ist doch schon mal gut, ist doch schon mal gut. Okay, nice. Boah, der hat eine Drachenfrucht. Okay, ja gut, die ist einiges wert. Und hier so, ah, okay, das sind Bossfrüchte. Ja, gut, okay. Die sind einiges wert. Die eine ist vom ersten Boss, die Drachenfrucht, und die ist vom Schlammstampfer. Vom vierten Boss, wenn mich nicht alles täuscht. Fünfte Boss war das. Auch im Garten der Begegnung. Ja, das sind beides die Bosse aus dem Garten der Begegnung. Gab es jetzt zwei. Oh yeah.
Ganz ehrlich, das ist alles? Mann, da ist noch ein Gegner am Leben. Sag mir jetzt nicht, dass der dann am Ende noch fehlt. Oder warte, ist es hier nur dieses Vieh hier? Das ist ja nur das Vieh hier. Juckt nicht. Juckt nicht. Dann haben wir's. Ja, perfekt. Hätte auch sein können, dass ich irgendwo eine Frucht übersehen habe, aber nee, passt schon. Tausend hat die eine gemacht. Nice. Wow, 5320. Ja, nee, ich verzichte. So, heute haben wir viele Früchte gesammelt. Leider war kein Teil für das Schiff dabei. Anscheinend kam das Signal von einer Frucht. Ich sollte mich mit Brittany, der Botanikerin von Koppai, treffen. Vielleicht kann sie dieses Phänomen erklären. Ich würde eigentlich gerne alle drei meiner Freunde von Koppai wiedersehen. Na, vielleicht noch diesen Auftrag. Naja, musst du entscheiden. So, transportiere das Teil. Boah, da kommt aber bestimmt auch noch einiges auf uns zu, oder? Also auf jeden Fall würde ich sagen, hier beende ich auch wieder die Folge. Heute wieder pünktlich einigermaßen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, wenn ihr was wollt. Und beim nächsten Mal jetzt weiter bei Pikmin 3 Deluxe.